Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute mit einem Video, bei dem ich euch die Highlights der letzten 10 Jahre zeigen möchte. Ich habe dieses Format, dieses Video bei Larissas Library gesehen und ich mag ihren Fantasy-Geschmack super gerne und fand es total spannend, als sie mit diesem Tag, mit dieser Challenge um die Ecke kam. Und ich habe das Video von ihr sehr, sehr genossen, habe auch den ein oder anderen Buchtipp von ihr dann wiedererkannt und wusste zum Beispiel, okay, die Bücher von Mark Lawrence, die habe ich bei ihr gesehen. Ich packe ihr Video und auch ihren Kanal unten in die Infobox. Also wenn ihr High Fantasy, Fantasy begeistert seid, schaut super gerne mal bei ihr vorbei. Ja, es ist relativ simpel. Wir schauen uns die letzten 10 Jahre gemeinsam an. Ich habe jetzt mit 2013 begonnen, weil 24 fand ich so ein bisschen noch nicht so greifbar, was wirklich so das Jahreshighlight schlechthin ist. Und ich habe für jedes Jahr 1 bis 2 Highlights herausgesucht. Ja, ich konnte mich bei manchen Jahren nicht für das ultimative Highlight entscheiden und habe dann tatsächlich 2 Bücher ausgewählt. Und es war super spannend, so ein bisschen durch diese Jahresrückblicke zu gehen. Zum Glück hatte ich das auf YouTube doch schon relativ früh meiner YouTube-Booktube-Karriere sozusagen begonnen, weil bei Lovely Books zum Beispiel sieht man kein Jahr, wo man es irgendwie gelesen hätte. Das fand ich tatsächlich ein bisschen unschön, aber nicht so schlimm. Ich habe mal so ein bisschen meine Jahreshighlights durchgewühlt und war doch ganz interessiert daran, was ich so im Nachgang wirklich noch als Highlight empfinde, was vielleicht sogar gereadet wurde, was mir irgendwie einen neuen Autor, eine neue Autorin, ein neues Genre irgendwie aufgemacht hat. Und ja, das teile ich jetzt mit euch. Also ich habe ein paar Bücher mitgebracht und hoffe, dass ihr das unterhaltsam findet und auch ein bisschen Spaß habt, so die letzten 10 Jahre Revue passieren zu lassen. Und wir starten mit 2013 und tatsächlich einer Buchreihe, die ich nicht in haptischer Form mehr hier habe, und zwar City of Bones von Cassandra Clare. Ich habe die 6-teilige Reihe damals wirklich mehr als gefeiert. Ich habe den ersten Teil gelesen, also die Schattenjäger für mich entdeckt, kurz bevor die Verfilmung herauskam. Und ich muss sagen, ich fand tatsächlich den Film richtig, richtig gut. Ich weiß, dass es da einige Kritikpunkte gab, auch so Spoiler in Bezug zum dritten Teil wurden im ersten Buch schon aufgelöst. Ich mochte auch die Serie sehr gerne, auch die habe ich dann sehr gerne angeguckt. Und ich habe tatsächlich aber über diese Schattenjäger hinaus gar nicht mehr in diesem Universum weitergelesen. Also auch die Reihe, die davor spielt oder alles andere auch irgendwie dazwischen und danach. Und irgendwie habe ich auch Cassandra Clare so ein bisschen aus den Augen verloren. Ich habe ein Buch von ihr, das ist letztes Jahr, nein, dieses Jahr doch erschienen. So ein rotes Buch, das habe ich tatsächlich noch auf dem Sub, aber alles um die Schattenjäger weiß ich, dass mich das total damals fasziniert hat, wie wir Clary im Grunde gefolgt sind, wie sie Dinge erfahren hat über sich, über ihre Eltern, über ihren Vater, über diese Welt, über die Schattenjäger. Ich fand das richtig cool und ich weiß, wie toll ich Jace als Charakter einfach fand und ich dachte, ja, so müssen Book-Boyfriends irgendwie sein. Und den fand ich wirklich mega, mega cool. Und ja, also eine Reihe, die ich wirklich weggesuchtet habe. Ich glaube, den 6. Band dann sogar im Englisch gelesen habe, weil er früher herauskam als der deutsche 6. Teil und ich es einfach nicht fassen konnte und warten wollte und weiterlesen wollte. Allerdings tatsächlich ist keine haptische Ausgabe mehr bei mir. Ich weiß, dass ich die damals an meine Schwester verliehen habe und ich gehe mal davon aus, dass sie da tatsächlich auch noch steht. Ja, was soll ich sagen? Passiert manchmal, ne? So unter Geschwistern. Ja, 2014, ein Buch, was ich mittlerweile, ich glaube, 2-mal gelesen und auch 2-mal gehört habe, ist Ich und die Menschen von Matt Haig. War auch mein erstes Buch von Matt Haig. Ich glaube, ursprünglich hat er vorher schon andere Dinge geschrieben und danach habe ich auch noch einige Bücher gefeiert, aber auch das ein oder andere nicht ganz so gut gefunden. Ja, Ich und die Menschen zeigt uns im Grunde einen Außerirdischen, der einen menschlichen Körper übernimmt und so ein bisschen überfordert ist mit den Dingen, die wir Menschen normal finden, alltägliches so in Frage stellt und das sehr humorvoll, aber auch sehr reflektierend gegenüber uns Menschen und wie wir ticken und wie wir denken und so sich auch hinterfragt, warum wir manche Dinge machen, so wie wir sie machen. Also hat mir damals wahnsinnig gut gefallen, auch bei den Rereads hat es für mich richtig gut funktioniert und ich konnte mich immer wieder so aufs Neue darauf einlassen. Es gibt immer wieder Momente, die man irgendwie so neu für sich entdeckt und ich muss sagen, auch nach wie vor steht das Buch berechtigt in meinem Highlight-Regal, muss ich einfach so sagen. Dann eine Reihe, die ich auch nur in digitaler Form gelesen habe und auch tatsächlich nie irgendwie in haptischer Form nachgekauft habe, ist die
die Nimmerherz-Reihe von Erik Kellen, ein Self-Publisher, von dem ich auch danach noch 2, 3 andere Reihen gelesen habe und ich glaube auch von der aktuellen Reihe den ersten Band auf den Sub habe. Und damals ging das ja so ein bisschen los, 2015. Auch mit den Self-Publishern. Und ich weiß noch, wie fasziniert ich von dieser Welt von Nimmerherz war. Regen wird fallen, Blut wird fallen auf Schnee oder irgendwie so. Ich weiß gar nicht mehr, ich blende es euch ja auf jeden Fall ein. Und ich fand diese große, epische, atmosphärische High-Fantasy-Welt einfach großartig. Mit diesem Nimmerherz, einer Legende, dass wenn man eben... Ja, ich möchte vielleicht gar nicht so viel spoilern. Es war... wirklich epische High-Fantasy, die auch damals super gut ohne große Emotionen, Romanzen funktioniert hat, auch wenn es schon so ein Couple gibt, aber das war nicht so vordergründig und ich mochte diese große Welt, ich mochte diese mysteriösen Wesen, die es gegeben hat und ich muss echt sagen, ich habe noch so manche Szene im Kopf, aber ich glaube, es wäre vielleicht hier tatsächlich mal Zeit, nochmal einzutauchen, weil gerade die Szenen, die ich im Kopf habe, die mich sehr berühren und sehr mitnehmen, also an die man sich eben einfach gut erinnert, da wäre schön, einfach nochmal einzutauchen. Aber damals für mich wirklich so die High-Fantasy-Reihe, wo ich, glaube ich, alle 4 oder 5 Bände sehr, sehr gerne gelesen habe, wirklich auch weggesuchtet habe und ja, für Self-Publishing zu damaligen Zeiten, muss man es einfach sagen, wirklich herausgestochen hat und ja, einfach großartig war. Ja, 2016 ist dann tatsächlich das Jahr, wo ich mich zwischen 2 Büchern nicht entscheiden konnte. Und zwar, ja, der Übergang von Justin Cronin, die ganze Passage-Trilogie. Und es ist so meine Herzensreihe. Und sie ruft nach einem Reread. Und ich glaube, ich kann dem Ruf nicht mehr lange widerstehen und werde den ersten Band lesen und dann wahrscheinlich Band 2 und 3 auch hören. Denn die habe ich tatsächlich auch nur in digitaler Form. Ich habe nur den ersten Band in echter Form hier. Und ich muss sagen, diese düstere, atmosphärische Welt, wo wir so eine Art Vampire haben, Wesen im Dunkeln, die Blutsauger sind und wir Amy haben, die, ja nicht die Auserwählte unbedingt, aber diejenige, welche da so immun ist, die hier helfen kann und wir so viele kleine Grüppchen hatten, denen wir gefolgt sind und ich sehe uns heute noch auf dieser Farm und diesen Dialog zwischen 2 Charakteren und ich mochte die Berghütte, in der dann auch Amy mit ihrem Begleiter war. Ich habe da Bilder im Kopf und Dialoge und Justin Cronin hat hier was wahnsinnig Großes geschafft. Also es war wirklich episch, groß, es war düster, es war auch brutal und ich weiß noch, dass wir zur Frankfurter Buchmesse in diesem Jahr vor dem 3. Band standen, der aber noch gar nicht offiziell erschienen war, sondern ich glaube 3 Wochen später herauskam und wir dachten, oh, hier steht die Spiegelstadt und wir das Buch aufgemacht haben und es halt so eine Attrappe war, das war echt sehr enttäuschend und wir das sehr, sehr, sehr gefeiert haben. Also ich eine wahnsinnig tolle Reihe und es wird einfach Zeit, vielleicht ein bisschen abzustauben, aber auch für einen Reread. Richtig, richtig toll. Und ja, eine andere Reihe habe ich jetzt tatsächlich erst gereadet, zumindest die ersten 2 Bände und ich zeige euch auch ja die deutsche Ausgabe, das Lied von Eis und Feuer. Ursprünglich im Englischen gelesen, seht ihr hier, habe ich damit 2016 angefangen, relativ spät. Ich habe die Serie 2015 für mich entdeckt und wollte dann unbedingt diese Welt in Schriftform kennenlernen und habe mir dann die günstigen 5 Bände sozusagen geholt. Ich glaube, keine 25 Euro, während ja jeder deutsche Band 15 Euro gekostet hätte. Das heißt mal 10, 150 und ich einfach zu geizig war und dachte, ach, das ziehst du in Englisch durch. Und ich muss sagen, es war gar nicht so schwer, wie man sich's vorstellt, weil George R. Martin eine sehr schöne, ausschmückende Sprache hat und sehr episch, bildhaft ist. Und wir hier im Grunde diesen Kampf um die Throne haben, dieses Intrigenspiel in dieser mittelalterlichen, angehauchten High-Fantasy-Welt, wo eben auch Drachen auf einmal wieder da sind, wo wir Gestaltwandler haben, die in Wölfe wagen können und wir hier wirklich Intrigen am Hofe haben und ach, so viel mehr. Wahnsinnig tolle Charaktere, tollen Humor, einfach toll. Also ja, ich kann das immer gar nicht so in Worte fassen. Ich habe das bei meinem Reread jetzt im August auch gemerkt, wie wahnsinnig packend George R. R. Martin es geschafft hat und ich hier wirklich total gefesselt bin und war und auch der Reread gezeigt hat, Band 1 und 2 funktioniert super, auch nach... Ja, 7 Jahren sind das dann jetzt, war ich sofort wieder drin, habe auch Neues so wieder entdeckt, mich an manche Dinge wieder erinnert und dachte, ach ja, stimmt, das war ja auch so und
einfach, wie toll man eine Geschichte erzählen kann, Charaktere einführen kann, die agieren lässt und sich weiterentwickeln lässt. Und natürlich die Drachen. Einfach großartig. Und ich glaube, wenn ich weiter rereade, dann als E-Book, dann werde ich mir nach und nach einfach die E-Books holen und mal gucken, ob es da für mich weitergeht. Auch das nächste Jahr 2017 hat zwei Bücher hier zur Auswahl. Auch hier konnte ich mich nicht entscheiden. Red Rising von Pierce Brown. Eine Science-Fiction-Reihe, die mich gepackt hat, mitgerissen hat, die mich emotional auch wirklich hat leiden lassen. Ich glaube, Phil hat damals alle irgendwie angefixt mit Red Rising und ich habe die erste Trilogie wirklich weggesuchtet, wahnsinnig geliebt. Ich habe auch den ersten Teil der nächsten Trilogie gelesen, bin aber nicht mehr ganz so reingekommen, habe auch nicht verstanden, warum man irgendwie 15 Jahre später die Geschichte weiter erzählen muss. Ist da noch ein Lesezeichen drin? Nein. Und ich fand diese Welt wirklich toll, indem wir auf dem Mars sind, der ist bewohnt und wir hier eigentlich so eine Revolution haben, die im Innern beginnt und Entscheidungen getroffen werden und auch Verwandlungen unseres Protagonisten. Und das war wirklich atmosphärisch. Das war wahnsinnig toll erzählt, schnell erzählt, es war dynamisch. Wir hatten toll ausgearbeitete Charaktere und ich weiß noch, wie ich wirklich gefesselt in dieser Welt war. Und wir haben das damals, glaube ich, auch im Leseklub zusammengelesen, wie rege der Austausch war und wie wir wirklich alle so gefesselt und gebannt waren davon. Und war eine großartige Reihe. Und ich glaube, Band 3, ist das gerade dann erschienen, als wir es gelesen haben, das könnte tatsächlich sein, war einfach 2017 ein ganz, ganz, ganz tolles Highlight. Und ja, zum ersten Mal habe ich dann auch Der Anschlag gelesen von Stephen King. Weiß gar nicht, warum dieses Buch so lange auf dem Sub lag. Lag wahrscheinlich einfach an der Dicke des Buches. Mittlerweile auch noch 2 oder sogar 3 Mal gehört. Ich glaube auch im letzten Jahr. Und ein Buch, das wirklich so zu meinen 3 Top Kings gehört. Wir haben hier ja Zeitreise zum Anschlag eben von John F. Kennedy. Wir haben einen Protagonisten, der mir immer wieder so ans Herz geht. Wir haben die Geschichte rund um den Weg zu diesem Anschlag, wie wir Personen beobachten, wie das Leben passiert, wie er sich eben einfach in der Vergangenheit sogar wohler fühlt als in seiner Gegenwart und er eben merkt, wann er Dinge verändern kann, muss, dass das gar nicht so einfach ist, wenn die Zeit nicht verändert werden möchte. Und wir haben ein grandioses Ende. Leider hat mir die Serienverfilmung nicht ganz so gut gefallen, aber das Buch ist definitiv, hat einen ganz, ganz großen Platz in meinem Leseherz und ich hätte mich da nicht entscheiden können zwischen Red Rising und Der Anschlag. Würde man es davon abhängig machen, was ich gereadet habe, wäre es theoretisch ja dann Der Anschlag. Wobei Red Rising wäre auch mal wieder schön. Ach, es gibt einfach zu viele gute neue Bücher. Vielleicht muss man einfach mal sagen, man interessiert sich mal ein Jahr nicht für Neuerscheinungen, nimmt so ein bisschen was mit, aber nicht die Masse, sodass man zu 1-2 Rereads im Monat kommt. Vielleicht ist das mal ein Vorsatz, wobei Vorsätze sind bei mir immer kritisch und Leselisten auch, aber für nächstes Jahr. Aber definitiv auch ein Highlight. Eine Reihe mit, ich glaube, 7 Bänden, die ich in 5 Wochen weggesuchtet habe. Zu Beginn des Jahres 2018. 2 Freundinnen von mir haben über die Clifton-Saga geschwärmt. Von Jeffrey Archer. Und das ist hier der 7. und abschließende Teil. Ich habe aber kein Band gelesen. Ich habe sie wirklich alle nur gehört. Innerhalb von 5 Wochen habe ich 7 Bände gehört und ich war einfach nur begeistert. Ich war gefesselt und gebannt von dieser Lebensgeschichte von Harry Clifton, der uns mitnimmt. Ich weiß gar nicht, wann beginnen wir eigentlich die Geschichte. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wann wir hier starten. Ich glaube, so knapp vor 100 Jahren. Oh, ich bin mir nicht mehr sicher. Wir sind hier 1978, vielleicht so grob 50 Jahre zurück. Ja, könnten wir so in den 1920er oder vielleicht noch vor dem Ersten Weltkrieg gewesen sein. Wir sind in England und haben hier eben die Lebensgeschichte von Harry Clifton, von Freunden von ihm, von seiner Frau, die in die Politik geht. Er selbst, der keine leichte Kindheit hat, aber dann Schriftsteller wird. Und wir begleiten ihn ein Leben lang. Jeder Band hat nicht immer ganz 10 Jahre. Ich glaube, es war immer sowas zwischen 7 und 8. Und ich habe das weggehört und weggesucht. Und auch das wäre eigentlich ein Reread-Kandidat, weil mir die Reihe wirklich wahnsinnig gut gefallen hat. Und Jeffrey Archer wirklich auch in der Langsamkeit tolle Charaktere hat entstehen lassen, Leben geprägt hat, Wendungen eingebaut hat und wunderschön erzählt hat, wie
ja, das Leben in den verschiedenen Jahrzehnten so seinen Lauf genommen hat, wo so ein bisschen der Fokus hingelegt wurde, fand ich einfach großartig. War richtig, richtig toll, habe ich sehr, sehr, sehr genossen. 2019 wurde angekündigt, dass es die Saga rund um Geralt von Riva als Serie mit Henry Cavill geben wird. Und das war der Moment, als die kleine Steffi sagte, es wird Zeit für die Hexersaga. Ja, ich hatte den ersten Band, glaube ich, in so einer alten Ausgabe und habe mir dann, und das weiß ich noch sehr gut, an dem Freitag, bevor der erste Lockdown 20 losging, Teil 3 und 4, glaube ich, geholt. oder war es 4 und 5? Es könnte auch 4 und 5 gewesen sein. Und mich wirklich die Kassiererin angelächelt hat und gesagt hat, man weiß ja nicht, wie lange wir jetzt schließen, ne? Und ich das wirklich noch so vor Augen habe. Ja, ich habe die Reihe angefangen, 2019, habe glaube ich 1 und 2, ich glaube vielleicht sogar 3, 19 gelesen und 4 und 5 dann abschließend in 20. Dennoch war der erste Teil für mich wirklich der Hammer. Ich liebe Geralt von Riva. Hier sieht man so ein bisschen die Bücher, auch die Kurzgeschichten. Ich, für mich wirklich nach Aragorn aus der Herr der Ringe, wirklich der Mann schlechthin in der Fantasy-Welt, mit dem ich nachts auch was anderes wüsste, als Geschichten zu erzählen am Lagerfeuer. Ich mochte seine grummelige Art, seine direkte Art, seines in sich gekehrtes, seine auf die... Also eigentlich war ihm alles egal, aber dennoch dann halt nicht, wie er einfach durch diese Welt gelaufen ist, wie er uns diese Welt präsentiert hat. Wir hatten Magie in dieser Welt, wir hatten Plötze das Pferd, wir hatten Ciri, die eine Vorhersage hat, auch zusammen eben mit Geralt, und ich fand das großartig. Ich mochte auch die erste und zweite Staffel der Serie sehr gerne, die dritte Staffel war gar nicht so meins. Ich glaube, die habe ich gar nicht mehr zu Ende geguckt, und die vierte Staffel kriegt ja jetzt auch noch einen neuen Geralt, damit kann ich gar nicht leben. Man soll ja immer Leuten eine Chance geben, ich werde hier mal die ersten Stimmen hören, aber eine Reihe, die mich wirklich sehr gefesselt hat und die ein wahnsinnig tolles Ende hat und einfach Fan bin. Also wer High Fantasy liebt, der ist hiermit auch absolut richtig. Dann kommen wir zu 2020. Und hier habe ich auch einen Autor für mich entdeckt. Mal gucken, ob man schon am Buchschnitt erkennt. Roter Buchschnitt, es kann nur Nevernight von Jay Kristoff sein. Alle drei Bände tatsächlich gehört, keins gelesen, aber der erste Band, ist es der erste Band? Ja, der durfte bleiben im Highlight-Regal und ich fand das großartig. Wir haben hier schon eher so ein bisschen düstere, brutale Fantasy, so ein bisschen in Richtung Dark Fantasy. Wir haben eine Assassinin als Protagonistin, die nur Rache will, die aus verschiedenen Gründen, die sehr nachvollziehbar sind, böse ist, gemein ist und wirklich töten will und alles verändern möchte in ihrer Welt, die in Gefangenschaft kommt, die sich da rausboxt, die eine Schattenkatze hat, die tolle Nebencharaktere beinhaltet, diese Geschichte, und wir durch eine Welt gehen, die wirklich düster ist, die brutal ist, die hart ist, und wir hier merken, okay, kann es zu einem Happy End kommen. Das Großartigste an dieser Reihe war aber wohl immer der Buchrückblick zu Beginn der Reihe und auch das Personenregister. Und dann habe ich nicht nur Jay Kristoff für mich entdeckt, sondern auch Robert Frank als Hörbuchsprecher. Und beides ist in meinem Kopf sehr miteinander verknüpft. Und immer wenn ich jetzt sehe, dass ein Buch von Robert Frank vertont wird, ist die Tendenz dahin, ich höre mir das einfach lieber an. Also eine wahnsinnige Stimme. Ich habe ihn dieses Jahr auch auf der Leipziger Buchmesse kurz treffen können und das war so mein Highlight, als er Hallo zu mir gesagt hat und ich dachte, oh mein Gott, ja, bitte, lies mir das Telefonbuch vor, den Einkaufszettel, ich würde dieser Stimme überall hin folgen, aber auch Jay Kristoff, von dem ich dann wirklich gefühlt alles, was es irgendwie im Deutschen gibt, auch gelesen habe, aber Nevernight ist so, es war einfach mal wieder was anderes in der Fantasy, was ich wirklich 2020 sehr, sehr, sehr gefeiert habe. 2021 habe ich auch zwei Bücher mitgebracht, auch zwei Bücher, die gefühlt unterschiedlicher nicht sein könnten, aber ich trotzdem geliebt habe. Ja, es ging los mit meiner Liebe zu T.J. Klune, mit Mr. Parnassus Heim für magisch Begabte, und ich muss sagen, ein Buch, was mich wirklich auch gepackt hat. Diese Geschichte von diesen unterschiedlichen Kindern, die in diesem Heim sind, Mr. Parnassus, der an Spießigkeit eigentlich gar nicht weiter so aus seiner Welt gekommen ist, der dahin muss, eine Inspektion vornehmen muss und dann aber merkt, wie dieses Leben mit diesen ganz unterschiedlichen Kindern ist, wie auch der Leiter, nein, Mr. Parnassus war ja der Leiter, Linus Baker,
war der Mit-40er Spießer, so rum war's, entschuldigt. Und wie er dann eben bei Mr. Parnassus ankommt, wie diese Lebensgeschichten sich kreuzen, fand ich großartig. Ich mochte den Stil, ich mochte die Dialoge, ich mochte diese Tiefgründigkeit, wie die Charaktere aufgebaut sind, wie uns gezeigt wird, wie man einfach friedlich zusammenleben kann, wenn jeder weiß, wo die Grenze des anderen ist und man die eben nicht überschreitet und man selbst eben ja auch Grenzen hat, die man sich wünscht, dass sie nicht überschritten werden. Und es war so magisch, es war schön, es war gemütlich und trotzdem ernst, tiefgründig und toll erzählt. Und ich weiß, dass es jetzt ja dieses Jahr Jenseits des Ozeans eine Fortsetzung gibt. Ich muss sagen, ich bin da ein bisschen kritisch, weil für mich ist das eigentlich schon ein Standalone. Aber ich bin trotzdem neugierig, wie die Geschichte vielleicht weitererzählt wird. Für mich wirklich ein Highlight und vielleicht müsste man es sogar vor dem zweiten Teil nochmal rereaden. Aber richtig, richtig toll, habe ich wirklich sehr gefeiert. Auch in diesem Jahr habe ich gelesen Insani von Kerstin Merkel. Und eine großartige Geschichte. Kerstin Merkel ist eine tolle deutsche Fantasy-Autorin, die auch noch ein zweites Buch geschrieben hat. Es wäre auch schwierig gewesen, mich zwischen den beiden Büchern zu entscheiden. Aber ich habe gedacht, so 2021 kann ich auch zwei Bücher nennen. Und Kerstin Merkel schafft es wirklich, eine Welt aufzumachen, in die wir hineingehen, in der wir eingesogen werden, Charaktere zu erschaffen, die so unscheinbar wirken, aber ganz, ganz tief im Herzen wirklich wichtig sind und richtig sind. Und ich fand das so toll. Ich habe das Buch, ich glaube, es war Insani, was ich mit einer lieben Freundin auch gelesen habe. Und gibt auch so ein paar Markierungen. Und ich weiß, wie mich das wirklich bewegt hat. Ich glaube, wir haben das sogar noch auf Jahresende irgendwie gelesen. Und ich einfach begeistert war. Ich mag auch Kerstin Merkel als Mensch super gerne. Habe sie auch schon 2-3 Mal getroffen. Sie war damals bei unserer Hugendubel-Tour mit an Bord, hat uns durch Frankfurt geführt. Und da habe ich natürlich auch immer sie und ihre Sprache, ihre Gedanken, also Nasso da drin im Kopf und fand es richtig toll, als wir dann eben auch danach noch ein bisschen in den Austausch gegangen sind über das Buch und für mich eine ganz tolle Geschichte und lest Kerstin Merkel, wenn ihr High Fantasy mögt, weil ja, das ist definitiv auch eine große, große Empfehlung von mir. 2022 war dann, soweit ich gesehen habe, ein Jahr, wo ich gar nicht so viele Highlights hatte, wo aber bei mir das Thema Tierschutz und Lautwerden definitiv in den Fokus kamen. Und ich möchte einfach jetzt stellvertretend dafür den Bildband von Robert Mark Lehmann präsentieren, Mission Erde, weil ich glaube, war es 22 oder nicht sogar 21, ich auf Robert Mark Lehmann und seine Arbeit aufmerksam wurde, ihn seither auch unterstütze und bei so vielen von seinen Aktionen dabei bin, wenn ich an Ende 22 denke, am 11.11. war es, glaube ich, ein Haibock-Angriff, was das für ein geiler Abend war. Und ich glaube, das war so mit mein Highlight auch überhaupt, was so, ich sag jetzt mal, YouTube irgendwie angeht, wie geil dieser Abend verlaufen ist mit so, alle hier spenden jetzt mal 2 Euro und dann haben wir irgendwie 70.000 zusammen oder wie das war und was da zusammenkam und Mission Blau jetzt dieses Jahr ja auch durchgeführt wurde. Und der Billband ist auf Apfelpapier gedruckt, hat wahnsinnig tolle Bilder, viele Erklärungen von Robert Mark Lehmann und ich bin einfach Fan. Ich weiß, viele finden Robert Mark Lehmann eine Spur drüber, aber ich glaube, in diesem Business, in dieser Arbeit, die er tut für den Tierschutz, muss man auch manchmal drüber sein, hart im Nehmen sein, eine starke Schulter haben oder einen starken Rücken. Breiten Rücken? Breites Kreuz? Ich weiß gar nicht, wie geht die Redewendung. Und ich glaube, dass er durchaus mal aneckt, das finde ich aber persönlich gar nicht schlimm. Und er mir auch den Mut gegeben hat, mehr laut zu sein, wieder daran zu glauben, dass ich auch als Einzelner was verändern kann und ich lange Zeit keine Energie mehr dafür hatte, um diese Welt so zu verbessern, sondern nur so für mich im Kleinen, ich jetzt aber durchaus wieder laut über den Tierschutz spreche und auch Dinge teile und mich wieder an Petitionen beteilige und das ist durch die Motivation von Robert Mark Lehmann. Dementsprechend 22, der Bildband wirklich großartig und von daher musste er hier einfach auch zu Wort kommen. Und letztes Jahr hatte ich ein paar mehr Highlights, muss aber schon sagen, dass ich glaube, dieses Jugendfantasy-Buch mit diesem schönen Buchschnitt, ich glaube schon so insgeheim mein kleines Highlight war.
Ja, Misfits Academy, der erste Teil, als wir Helden wurden, von Adriana Popescu. Und das ist ein Fantasy-Jugendbuch, wie ich es mir in meiner Jugend gewünscht hätte. Wir haben hier Charaktere, die alle verschiedene, ja, Superkräfte haben, die aber hier jetzt an der Schule gelandet sind, wo sie so ein bisschen die Aufsässigen sind. Und wir begleiten 5 Charaktere durch 3 Perspektiven. Und ich einfach alles so mochte. Ich ihre Geschichte einfach so ins Herz geschlossen habe, wie sie miteinander agieren, was an der Schule passiert ist, auch diese Spannungsgeschichte, die dann im Grunde entstanden ist. Und ich bin so, so, so gespannt. Es kommt jetzt im Oktober der 2. Band raus. Cover ist ähnlich, ein bisschen rot-orange-stichiger. Kann man sich auch schon anschauen, hat auch Adriana schon geteilt, auch mit einem coolen Buchschnitt. Weiß allerdings noch nicht, ob tatsächlich das 2. Buch auch in haptischer Form einzieht und nicht vielleicht als E-Book ausreichend ist, weil ich hätte ja den 1. Band für diese Highlight-Reihe dann im Regal. Und ich liebe Adrianas Stil. Ich mag, wie sie die Welt sieht. Ich mag, wie sie Jugendlichen eine Stimme gibt, wie sie Dialoge schreibt, wie sich das einfach echt anfühlt, authentisch anfühlt und wie sie dieses Schulleben hier gezeigt hat und eben wie eine Gemeinschaft funktioniert. Und ich glaube, dass, wenn ich so rückblickend überlege und mir letztes Jahr die Highlights angeschaut habe, gab es natürlich, keine Ahnung, 10, 12 Bücher, aber so, ich glaube, mein Herzenshighlight war dann wahrscheinlich tatsächlich die Misfits Akademie. Ja, und das waren sie jetzt, die Highlights der letzten 10 Jahre, beginnend ab 2013. Ihr könnt mir ja gerne mal erzählen, ob ihr eins dieser Highlights von mir selbst gelesen habt, ob es für euch auch ein Highlight war. Lasst uns da gerne in den Austausch gehen und ich werde jetzt mein Regal mal wieder einsortieren. Wie man sieht, überall irgendwas entnommen. Sieht ein bisschen gruselig aus, aber es hat sich auch mal angeboten, jetzt können wir mal abstauben, nachdem die Hälfte der Bücher hier steht. Und ja, ich danke Larissa für die coole Idee, hat echt Spaß gemacht, schaut super gerne mal bei ihr vorbei. Ich packe ihr Video und Kanal unten in die Infobox und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.